Zum Thema natürliche Zahlen. Es gibt verschiedene Arten von Zahlen, die alle mit den 10 arabischen Ziffern geschrieben werden. Die 10 arabischen Ziffern, das sind diese da. Man nennt sie arabische Ziffern, weil die Araber diese Ziffern von Indien nach Europa gebracht haben. Zum Beispiel, dieser Hirte hat 4 Schäfchen. 4 ist eine Zahl, die mit der Ziffer 4 geschrieben wird. Weiteres Beispiel, dieses Thermometer zeigt eine sehr kalte Temperatur an, minus 30 Grad. Diese Zahl minus 30 wird mit den Ziffern 3 und 0 geschrieben, aber zusätzlich mit dem Symbol minus. In dieser Zeichnung ist der grüne Teil ein Viertel vom Ganzen. Ein Viertel ist dasselbe wie 0,25. Ein Viertel wird geschrieben mit den Ziffern 1 und 4 und zusätzlich mit diesem Strich. 0,25 wird geschrieben mit den Ziffern 0, 2 und 5 und zusätzlich mit diesem Komma. Wir wissen, dass der Umfang eines Kreises Pi mal die Länge vom Durchmesser ist. Diese Zahl Pi ist 3,14, 15, 92, 65 und so weiter. Diese Zahl Pi wird geschrieben mit diesen arabischen Ziffern und zusätzlich mit diesem Komma. Wenn eine Zahl nur mit arabischen Ziffern geschrieben wird, dann nennt man diese Zahl natürlich. Eine natürliche Zahl ist also eine Zahl, die nur mit Ziffern geschrieben wird. Und die Menge aller natürlichen Zahlen wird mit diesem n gekennzeichnet. Dieses n ist also die Menge aller natürlichen Zahlen. Die Menge n ist also die Menge, daher diese geschweiften Klammern, weil es eine Menge ist, die diese Zahlen enthält. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind die 10 ersten natürlichen Zahlen, die gleichzeitig die arabischen Ziffern sind. Und dann geht es weiter mit 10. 10 ist keine Ziffer. 10 ist eine Zahl, bestehend aus den 2 Ziffern 1 und 0. 11 besteht aus den 2 Ziffern 1 und 1. 12 besteht aus den 2 Ziffern 1 und 2 und nur aus diesen 2 Ziffern. Deshalb ist diese 12 also eine natürliche Zahl. Die Menge n wird gedruckt so geschrieben. Mit der Hand schreibt man die Menge n so. Jetzt testen wir mit einigen Zahlen. Welche dieser Zahlen gehören in die Menge n hinein, Menge, die hier durch eine geschlossene Linie dargestellt wird? Es muss nicht unbedingt eine Ellipse sein. Die 1 ist eine natürliche Zahl, gehört also in diese Menge hinein, weil diese 1 ausschließlich mit arabischen Ziffern geschrieben wird. Hier nur mit der Ziffer 1. Wir schreiben, 1 ist ein Element von der Menge n. Da schreibt man so. Diese Zahl minus 5, die gehört nicht in die Menge n hinein, denn man schreibt sie mit der Ziffer 5 und zusätzlich mit dem Minus. Also wird diese Zahl nicht ausschließlich mit Ziffern geschrieben. Wir schreiben, minus 5 ist nicht Element von der Menge n. Nehmen wir jetzt diese Zahl 7234. Das ist eine natürliche Zahl, denn sie wird ausschließlich mit Ziffern geschrieben. Man schreibt sie mit den Ziffern 7, 2, 3 und 4. Minus 1,73 ist keine natürliche Zahl, denn sie enthält zusätzlich zu den 3 Ziffern das Minuszeichen und ein Komma. 0,125 ist auch nicht natürlich, denn hier braucht man noch ein Komma. Die 0 ist eine natürliche Zahl. Ein Viertel nicht, denn um ein Viertel zu schreiben,
brauchen wir zusätzlich zu den zwei Ziffern 1 und 4 diesen horizontalen Strich. Die Zahl Pi ist auch nicht natürlich, denn wir brauchen ein Komma, um sie zu schreiben. Die Zahl minus 3 halbe ist nicht natürlich, die Zahl 25 wohl, die Zahl 7 auch, die Zahl minus 100 nicht, die Zahl 8,3 Periode ist keine natürliche Zahl, 4 aber wohl und 1000 auch. Somit haben wir alle natürlichen Zahlen, die hier vorhanden waren, in dieser Menge n untergebracht. Wir schreiben die Menge n Index 0, wenn wir aus diesen natürlichen Zahlen die 0 ausschließen. Die 0 ist hier nicht mehr mit drin. Die Menge n Index 0 ist also die Menge n ohne die 0. Die Mathematiker schreiben n Index 0, das ist die Menge n ohne die Menge, die als einziges Element 0 enthält.